Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie für diese Hauptvorlesung zum Kniegelenk im Spitzensport, einem der großen Probleme, die wir auf orthopädischer Seite immer noch haben, wenn nicht sogar das große Problem, Gesundheitsproblem im Spitzensport schlechthin. Ich darf mich bei den Organisatoren für die Einladung bedanken und gehe sofort auf die Spielfläche sozusagen über. Hier sehen Sie ein Bild von der Abfahrt von der Streif aus dem Jahr 2016 und ein Bild aufgenommen einige Stunden später, wo der Gestürzte im Beisein zweier anderer Leidenskollegen oder Leidensgenossen im Krankenhaus gut gelaunt auf seine Operation wartet. Das ist leider zum Alltag geworden in vielen olympischen Sportarten und es geht nicht immer so gut aus wie in diesem Fall, wo Herr Svindal auf dem obersten Treppchen des Podiums in Pyeongchang 2018 stehen durfte. Dies war geschuldet der Hochleistungsmedizin, also den Leistungen, die wir heutzutage im OP in der Lage sind zu verbringen. Das war nicht immer so und es war ein langer Leidensweg, bis wir dahin gekommen sind. Und Sie werden sehen, dass wir noch lange nicht da sind, wo wir eigentlich hin müssen. Allerdings führen solche Beispiele immer wieder dazu, dass die Sportverletzungen im Allgemeinen und die Knieverletzungen im Besonderen häufig banalisiert werden, weil es doch immer wieder sehr viele Sportler gibt, die es aufs oberste Treppchen finden. Was aus den Langzeitfolgen dieser schweren Kniegelenksverletzungen passiert, das verschwindet häufig in der Druckerschwärze der Publikationen, beziehungsweise wird leider nicht erwähnt. Hier gibt es sehr, sehr wenig wirklich wissenschaftlich relevante Aussagen dazu und auch nicht über die Zahl der Athleten, die auf dem Weg zum Podium auf der Strecke bleiben sozusagen und das bereits in sehr, sehr jungen Jahren. Auch hier ist die Sportbewegung gefordert, viele Anstrengungen zu unternehmen, um das zu verbessern. Unter diesem langfristigen Aspekt wird auch mein Kollege Professor Christian Fink aus Innsbruck demnächst beim virtuellen ESCA-Kongress einen herausragenden Vortrag halten, A Journey from Arthroscopy to Total Knee Replacement in Professional Alpine Skiing. Und unter der gleichen Perspektive habe ich vor einigen Jahren ein Editorial im ESCA Journal verfasst, wo ich die degenerative Kaskade beschrieben habe, die häufig mit einer jugendlichen Knieverletzung beginnt und mit dramatischen Folgen einige Jahrzehnte später enden kann. Das sollte man im Blick haben von Anfang an. Man soll also nicht nur die strukturelle Vision auf das gerissene Kreuzband oder den kaputten Meniskus nehmen, sondern wirklich die Verletzung systemisch analysieren. Und hier sind wir auch als gesellschaftspolitisch Aktive gefordert, um hier Verbesserungen mit in die Wege zu leiten. Fangen wir mit einigen epidemiologischen Daten zu Knieverletzungen an. Sie sehen hier eine der ersten, ich würde mal sagen, internationalen Elite-Initiativen, die UEFA Elite Level Study von Professor Ekstrand aus Schweden initiiert und über lange Jahre, ich glaube fast 20 sind es mittlerweile, die Verletzungen mit sehr hoher Akribie erfasst. Und hierbei kommt heraus, dass das Kniegelenk 14% aller Kniegelenk oder alle Fußballverletzungen bei diesen Elite-Teams umfasst. Schaut man auf Bandverletzungen, dann sind es bereits 55%, die das Kniegelenk betreffen. Und wenn man nur die schweren Verletzungen heraussucht, dann ist das Knie in einem von drei Fällen betroffen. Also ein sehr kritisches Gelenk und ebenso sieht man, dass wenn man die 14 häufigsten Verletzungen aus dieser UEFA Champions League Studie untersucht, dann ist das Knie dreimal betroffen mit Innenbandläsionen, Knorpelschäden und Vorderkreuzbandverletzungen. Schauen wir nach Deutschland. Hier ist lobend der VBG Sportreport zu erwähnen, den es seit mittlerweile 5 Jahren gibt und der die Verletzungen im Profibereich der Männer im Basketball, Eishockey, Fußball und Handball erfasst. Und Sie sehen auch hier liegen die Verletzungen so zwischen 10% und 15% am Kniegelenk. Wenn man die Körperregion betrifft, ist das Knie regelmäßig auf dem Podium
auf der zweiten oder dritten Stufe. Und wenn man sich den Schweregrad der Verletzungen anschaut, dann rückt das Knie eine Stufe nach oben und ist häufig das verletzte Gelenk Nummer 1. Switchen wir zum Alpinski und hier mit dem FIS Injury Surveillance System, eine 12-Jahres-Studie. Hier sehen wir, dass das Kniegelenk in 30% aller Verletzungen die Hauptursache ist, wobei hier natürlich in Abhängigkeit der Skidisziplin die Zahlen sehr deutlich schwanken. Schaut man sich die schweren Verletzungen an, so ist das Kniegelenk hier in 61% der Fälle betroffen. Sie sehen also, dass das Hauptproblem am Kniegelenk liegt im Skisport, im alpinen Skisport. Und hier auch nochmal Daten von der FIS Injury Surveillance System, speziell was nur Kreuzbandverletzungen angeht. Und hier konnten bei 5 bis 10 Athleten oder Athletinnen pro Saison eine Kreuzbandverletzung im World Cup oder im Europacup festgestellt werden. Das ist eigentlich viel zu viel. Ähnlich schlechte Daten aus dem alpinen Skisport wurden von Professor Fink und seiner Arbeitsgruppe in Innsbruck berichtet. Und hier kam es bei 30 Profi-Skifahrern oder Fahrerinnen, das ist eigentlich mehr, betrifft eigentlich etwas mehr die Frauen, zu einer Zweitruptur eines vorderen Kreuzbandes, sei es auf der operierten Seite, hier kam es zu 5 Rezidiven, oder auf der kontralateralen Seite zu 9 Rezidiven, zu 9 Zweitverletzungen. Das liegt nicht daran, dass diese Kreuzbandverletzungen schlecht versorgt wurden, sondern es liegt eher in der Natur der Sache. Und hier gibt es Probleme oder in der Aggressivität des Sportes. Und hier gibt es Probleme, die wir besser in den Griff bekommen müssen. Sie sehen also, das vordere Kreuzband ist das Hauptproblem im Spitzensport bei den Knieverletzungen. Das kam bereits seit Jahren heraus und unter der Initiative von unseren skandinavischen Kollegen sind etliche Kreuzbandregister weltweit entstanden, auch teilweise in den USA, in England, Neuseeland, Deutschland gibt es mittlerweile eins und in Frankreich ist auch eines in Bearbeitung auf Initiative von Orthopäden. Leider umfassen die meisten von ihnen nur operative Fälle. Wir wissen also nicht, wie hoch die Kreuzbandverletzungsrate in Wirklichkeit auf den Feldern, auf den Spielfeldern, in den Hallen und auf den Skipisten ist und auch nicht im Elitebereich, in vielen anderen Sportarten. Es ist deswegen, das haben wir vor einigen Jahren im British Journal of Sports Medicine gefordert, dass nicht nur operative Register erforderlich sind. Und dass hier natürlich Initiativen aus der Sportbewegung selbst wünschenswert sind, weil wer kann die Verletzungen am besten erfassen, wenn nicht die Sportbewegung selbst. Und das betrifft natürlich insbesondere auch den Hochleistungs- und den Nachwuchsbereich, wo wir Erwachsenen eine Fürsorgepflicht den Kindern und Jugendlichen gegenüber haben. Die Hauptinitiativen zur Prävention von Knieverletzungen oder Kreuzbandverletzungen beziehungsweise ihres Verständnisses sind vor mehr als 20 Jahren unter anderem auch in Norwegen, aber dort herausragend bearbeitet worden. Sie sehen hier beim Frauenhandball, das war eines der ausschlaggebenden Videos bei einer Top-Sportlerin damals. Und unter der Arbeitsgruppe war Ingebretsen und so weiter wurden hier wesentliche Fortschritte erreicht. Das ging dann so weit, dass Präventionsprogramme im Elitehandball der Frauen ins Leben gerufen wurden und diese auch und ihre Effektivität auch nachgewiesen wurde, wobei dann die Kreuzbandrate im Elitehandball in Norwegen um 50% gesenkt werden konnte. Solche Initiativen sind wünschenswert in anderen Sportarten auch und dieses weltweit sozusagen. Die Analysen aus Norwegen haben auch gezeigt, dass verschiedene Fälle oder verschiedene Bewegungsabläufe immer wieder zu Kreuzbandverletzungen geführt haben. Und hier wurde der sogenannte Valgus-Kollaps beschrieben, der auch einige Jahre zuvor bereits im Frauenfußball beschrieben worden war. Und diese Analysen, diese Videoanalysen haben dazu beigetragen, dass wir diese Verletzungen heute besser verstehen können. Wir unterscheiden zwischen Kontakt- und Nicht-Kontaktverletzungen beziehungsweise Verletzungen mit indirektem Kontakt, so wie diese Studie hier auch eben aus der UEFA Elite Level Injury Club Injury Study von Markus Waldén publiziert. Zwei Drittel
der Kreuzbandverletzung waren hier ohne Kontakt und auch die schwer herausragenden Spielsituationen, bei denen diese Verletzungen entstanden, konnten hier deutlich herausgearbeitet werden. Es fiel allerdings auf, dass der dynamische Valgus-Kollaps, so wie er vom Frauenhandball bekannt war, hier im Männerprofifußball viel seltener war. Ähnliche Ergebnisse wurden neulich aus Italien publiziert von über 130 Videoanalysen mit etwas weniger Lichtkontaktverletzungen. Und wechseln wir nun die Sportart und gehen zum American Football. Hier sieht man wieder das Gegenteil, dass der dynamische Valgus-Kollaps hier deutlich häufiger ist durch die vielen schnellen Drehbewegungen und die Non-Kontaktverletzungen, die hier verantwortlich sind, in ca. 3 von 4 Kreuzbandverletzungen zusätzlich sind. Eine Studie aus dem Rugby herausgepickt. Hier zeigt sich, was eigentlich nicht sehr überraschend ist, aber dass die direkten Kontaktverletzungen eigentlich die häufigsten Mechanismen sind, die diese Kreuzbandverletzungen erklären. Wir haben auch gelernt, insbesondere auch hier wiederum aus Norwegen, wann das Kreuzband dann auch reißt, wenn das Knie in die falsche Richtung sich bewegt sozusagen, ca. 40 Millisekunden nach Landung. Das wiederum gibt uns Hinweise darauf, zu sehen, wie schnell unsere Muskeln in der Prävention sozusagen reagieren müssen, um diese Fehlposition zu antizipieren und das Bein bei der Landung zum Beispiel zu korrigieren. Wir haben gelernt in all diesen Jahren auch die verschiedenen Risiko- oder anatomischen Risikofaktoren im Kniegelenk zu verstehen, wie hier die Notchbreite oder Continuum Offset Ratio und VKB-Durchmesser und Größe. Viele, viele solcher Faktoren sind beschrieben worden, sodass wir ein Risikoknie sozusagen identifizieren können. Auch neuromuskuläre Faktoren wurden beschrieben hier sehr eindrücklich zusammengefasst von Peter Brucker in dem GOTS-Buch zur Primärprävention von Sportverletzungen, das vor einigen Monaten erschienen ist. Wir wissen heute, dass die Präventionsprogramme im Nachwuchs, teilweise auch im Elitesport, die Knieverletzungen um 50% reduzieren können und hier insbesondere auch bei den VKB-Läsionen effektiv sind. Allerdings sind wir noch nicht in der Lage, eine individuelle Prognose einer VKB-Verletzung durchzuführen. Trotz dieser Identifikation von vielen Risikofaktoren muss also weitergearbeitet werden. Und diese Studien sind insgesamt natürlich extrem aufwendig. Vielleicht kann in Zukunft hier die künstliche Intelligenz oder Machine Learning uns dabei behilflich sein, hier bessere Fortschritte zu erzielen. Das können Sie auch aus unserem Buch herausziehen, das ich bereits erwähnt hatte und das über unsere GOTS-Geschäftsstelle erhältlich ist. Sie sehen beim Hauptproblem im Spitzensport, also den VKB-Verletzungen am Kniegelenk, haben wir, wenn wir es nun von operativ-technischer Seite aus betrachten, und ich will Sie doch als Orthopäde etwas in diese Welt mit hineinnehmen, müssen oder haben wir das Hauptproblem, dass wir die Rotationskontrolle noch nicht so wiederherstellen können, wie sie vor der Verletzung im Kniegelenk bestand. Hier wissen wir seit einigen Jahren nun, dass hierfür verantwortlich etliche Meniskusläsionen beispielsweise sind, wie die medialen Rampenläsionen, die Sie oben links sehen, oder die lateralen Wurzelläsionen. Und diese wurden bis vor einigen Jahren weder erfasst noch irgendwie versorgt. Auch knöcherne Verletzungen wie die laterale Impressionsfraktur oder die Tibiaplateaufraktur an der posterolateralen Tibiakante sind hierfür verantwortlich. Und genauso wie der anterolaterale Komplex, also das vor einigen Jahren erst beschriebene anterolaterale Ligament oder die Kaplanfasern, alles das muss in den nächsten Jahren besser aufgearbeitet werden, um ein besseres Verständnis der Läsionen, der Begleitläsionen zum Kreuzband zu bekommen. Sie sehen auch hier nochmal, ich habe das vor einigen Jahren im Journal of Arthroscopy zusammengefasst, dass in mehr als einem Drittel aller VKB-Rekonstruktionen diese eigentlich nicht so seltenen Meniskusläsionen, aber bis dato nicht erkannten Meniskusläsionen
weder dokumentiert noch irgendwie behandelt wurden. Seit einigen Jahren sind für den Nawal spezifische Operationstechniken hierfür zu entwickeln. Sie sehen rechts im Video auch eine laterale Meniskusinstabilität ohne strukturellen Begleitschaden. Auch das ist etwas, was bei solchen Kreuzbandläsionen häufig assoziiert ist. Die vorhin bereits genannten Videoanalysen haben uns erlaubt, die assoziierten Verletzungen besser zu verstehen. Wir haben diese Rampenvision gesehen, haben nicht verstanden, wo sie herkommen. Nun haben wir eine Vermutung, nämlich dahingehend, dass bei bis zu 65% aller Kreuzbandläsionen es zu solchen Subluxationen kommt, wie Sie es hier im Video sehr schön sehen. Das heißt, die Tibia subluxiert quasi unter dem Femur hervor. Und hier kommt es zu einer Translation von manchmal bis zu 25 mm, was eigentlich einer Glenohumeralluxation oder einer Glenohumeralsubluxation gleichkommt. Dass hierbei auch kapsuläre oder meniskale Verletzungen entstehen, ist ja eigentlich fast normal. Wir finden diese reparierbaren, diese meist reparierbaren Meniskus, nicht immer häufig ist der Meniskus völlig zerstört bei solchen Verletzungen. Aber in 75% der Fälle finden wir Läsionen, die wir reparieren können. Wir haben demnach gelernt, die Traumakaskade beim Verletzungsmechanismus besser zu verstehen. Und Sie wissen, dass bei einem geringen Gelenktrauma eine partielle VKB-Läsion vorliegen kann. Hier sind selten eigentlich Meniskusläsionen assoziiert. Und andererseits haben wir manchmal Kreuzbandläsionen, an denen zwei Menisken kaputt sind, und das ist in etwa 20% aller Kreuzbandläsionen der Fall, dass hier der Verletzungsmechanismus ein anderer sein muss und eine höhere Verletzungsenergie vorliegt, ist eigentlich fast normal. Wir haben also verstanden, diese Meniskus, diese Begleitläsionen besser zu verstehen. Wir sehen sie zusammengefasst. Das hat dazu geführt, dass wir neue Klassifikationen unserer posttraumatischen Meniskusläsionen erstellt haben mit unseren Fachgesellschaften, hier der ESCA und der Zusammenfassung von Professor Kopf, wo wir die Rampenläsionen, die Wurzelverletzungen und die postrolateralen Instabilitäten teilweise in diese Klassifikationen mit eingeführt haben. Wir sehen also, dass diese komplexen Meniskusverletzungen, die bis vor 15, 20 Jahren noch eigentlich häufig ignoriert wurden, in 75% aller VKB-Läsionen heute vorgefunden werden. Sie sind meist reparierbar. Es ist eine chirurgische Herausforderung, sehr häufig sie zu reparieren. Die Techniken sind häufig nicht einfach und nur dem Fortgeschrittenen zugänglich. Sie sind biomechanisch relevant. Hier gibt es jede Menge biomechanische Studien dazu. Sie beeinflussen natürlich auch die Nachbehandlung. Eine Kreuzbandläsion mit Meniskusreparation ist anders nachzubehandeln als eine isolierte Kreuzbandreparation oder Rekonstruktion, pardon. Und das Ziel der von uns Chirurgen soll eigentlich der Restitutio ad integrum sein. Das ist natürlich ein hehres Ziel, dennoch sind wir, denke ich, hier auf gutem Weg. Klinisch können wir hierdurch bessere Ergebnisse erzielen, allerdings müssen diese noch systematisch besser wissenschaftlich untermauert werden. Hier sehen Sie ein solches Beispiel von einer 19-jährigen professionellen Volleyballspielerin, die eine isolierte VKB-Plastik mit einer isolierten VKB-Plastik versorgt wurde. Sie hatte eine laterale Wurzelverletzung, die unversorgt wurde, die daraufhin bestand eine zu hohe Rotationslaxität mit rezidivierender Schwellneigung. Und wir müssen in dem Fall hingehen und den Meniskus stabilisieren, diese Wurzelläsion refizieren. Das ist Alltag des Orthopäden heutzutage und das sollte eben primär gleich mitgemacht werden. Wie verhält es sich mit den Transplantaten, der Transplantatwahl? Sie wissen, dass das bei uns Orthopäden immer eine große Diskussion ist. Kann ich nur meine persönlichen Daten Ihnen liefern. Bis vor einigen Jahren habe ich in einer Mehrzahl der Fälle das Patalasientransplantat benutzt. Mittlerweile nehme ich es nur noch eigentlich zu VKB-Revisionen oder wenn auf der Gegenseite vorgehört worden war. Die Weichteilsehne im Hamstring, wenig selten, in der Mehrzahl heutzutage, ist zumindest in meinen Händen die Verwendung der Quadrizepssehne bei ambitionierten bis Hochleistungssportlern. Die hat
ausgezeichneten mechanische Eigenschaften. Sie hat eine sehr geringe Entnahmemobilität im Vergleich zu den anderen. Die Entnahme ist minimal invasiv. Es entsteht kaum ein vorderer Knieschmerz. Der Quadriceps femoris lässt sich schnell aufbauen, als dies bei der Patellasehnenentnahme der Fall ist. Und insbesondere schädigt man die Hamstringsehnen nicht, die ja häufig für muskuläre Verletzungen verantwortlich sind, beziehungsweise in einigen Sportarten extrem wichtig sind für die Feinsteuerung der Rotation des Kniegelenks. Eine der wichtigsten biomechanischen Studien, die dieses Wechsels zugrunde liegen, kam aus Dänemark hier, aus der Arbeitsgruppe Benke und Zedis, wo der protektive Effekt der medialen Hamstrings, insbesondere beim Volviskollaps, sehr schön dokumentiert werden konnte, was einer der Gründe ist, wieso etliche Chirurgen die klassischen Hamstringsehnen verlassen und insbesondere bei Sportlern auf die genannten Quadrizepssehnen wechseln und dies häufig auch noch mit einer Versorgung einer lateralen extraartikulären Tenodese, eine Technik, die es seit Jahren gibt, die allerdings häufig oder die sozusagen ein Revival erlebt hat in den letzten Jahren, um eben diese Rotationskontrolle, die ich vorhin erwähnt habe, zu verbessern. Ein anderer wesentlicher Fortschritt, den wir erreichen konnten in Sachen Kreuzbandoperationen, sind die der Vermeidung von postoperativen Infektionen. Und hier war es so, dass dass Profisportler eine viel, viel höhere Wahrscheinlichkeit hatten, eine septische Arthritis postoperativ zu erlangen. Obwohl die prozentuale Rate natürlich immer noch gering war, war sie dennoch viel, viel höher bei Profisportlern im Vergleich zu Amateursportlern. Und seitdem wir gelernt haben, unsere Sehnentransplantate während der OPs in Vancomycin zu tunken, sozusagen, konnten wir diese Infektionsraten auf null senken. Ich will Ihnen nur ein Fallbeispiel zeigen jetzt von einer Karateka, die wir mit einer Kreuzbandversorgung oder Verletzung versorgt haben. Sie sehen hier einige Eckdaten, 12 Stunden Training pro Woche, 12 bis 15 Wettkämpfe pro Jahr. Sie war Vize-Europameisterin und das Ziel war Tokio 2020, als dieses noch stattfinden sollte. Im August 2019 riss sie sich ihr vorderes Kreuzband mit einer Grad 2 Innenbandläsion beim Training. Und sie hatte nur noch einige Monate als letzte Qualifikationschance für damals Tokio 2020. Die Fragen, die sich hier stellt, und das ist unser täglich Brot, ist, gehen wir das sofort an? Wenn ja, riskieren wir das Innenband weiterhin zu verletzen oder zu destabilisieren sozusagen. Wenn wir das Innenband ausheilen lassen, dann verlieren wir sehr viel wertvolle Zeit, die unter Umständen dann die Olympiateilnahme gefährden. Auch bei der Transplantatwahl muss man sich Gedanken machen in einem solchen Falle. Und ich habe vorhin erwähnt, dass die häufig verwendeten Hamstringsehnen in diesem Falle ungeeignet sind. Eben deswegen, weil sie im Karate-Sport sehr häufig für die Feinmotorik, die feine Rotationskontrolle des Kniegelenkes gebraucht werden. Und weswegen unsere erste Wahl zur Transplantat die Quadrizepssehne war. Ich wiederhole es nochmal, geringe Entnahmestellenmobilität, gute biologische und biomechanische Eigenschaften und eine schnelle Rehabilitation komplettieren das Bild und weswegen wir dies dann gewählt haben. Hier sehen Sie intraoperative Befunde, laterale Meniskusstabilisierung und die Kreuzbandversorgung hier. Und dann geht die Arbeit erst richtig los für die Athletin in dem Fall und das ist das, was heutzutage bei der VKB-Versorgung oder was wir wesentliche Fortschritte erzielen konnten in den letzten Jahrzehnten, ist, dass der ganze Weg bis zum Return to Competition eigentlich besser aufgezeichnet ist. Er muss interdisziplinär erstellt werden, dieser Reha-Plan, und er ist kriterienbasiert, das heißt nicht mehr unbedingt auf die Zeit beschränkt. Und Sie sehen hier die verschiedenen Etappen dieser interdisziplinären Kollaboration. Wir sehen hier 4 Monate postoperativ,
haben wir ihr erlaubt zu kicken, insbesondere im Wasser ohne Belastung. Sie konnte dann mit sportspezifischen Übungen beginnen. Nach 5 Monaten kehrte sie zum Training zurück. Sie sehen hier mal etwas zögerlich. Das war das rechte Bein, das operiert wurde. Und jedes Mal wurden spezielle Freigabekriterien erstellt, die die Sportlerin erreichen musste. Sie brauchte eine symmetrische Quadrizeps- und Hamstringkraft. Die Sprünge, es wurden Sprungtests durchgeführt. Und das sind eigentlich die Grundlagen einer Rückkehr zum Wettkampf oder zum Sport. Hier sehen Sie nochmal die verschiedenen isokinetischen Tests, die durchgeführt wurden, die Sprungtests. Und dann wurde dann die Freigabe gegeben. Hier noch etliche biomechanische Analysen, die wir systematisch durchführen und heute im Leistungssport eigentlich kaum wegzudenken sind. Hier sieht man Laufanalysen, Ganganalysen und letztendlich auch Sprunganalysen, die wirklich gezeigt haben, dass es kaum noch nach 7 Monaten Postdoc kaum noch Seitendifferenzen gab. Und hier noch etwas besser dargestellt, sportspezifische Übungen. Auch hier gab es keine Seitenunterschiede, sodass dann das grüne Licht erteilt wurde zur Wettkampfteilnahme. Und sie konnte dann bei ihrem zweiten Wettkampf gleich die Europameisterschaft davontragen. Das selbst vor 20 Jahren in diesem Ausmaß nicht gegeben. Hier haben wir wesentliche Fortschritte erreichen können. Wir wissen heute, dass wir eine individuell angepasste und kriterienbasierte Rehabilitation durchführen müssen. Diese muss auf interdisziplinären Entscheidungsprozessen beruhen, in denen sämtliche Akteure mit eingezogen werden, von der Sportlerin natürlich über die Ärzte, Physios, Return-to-Sports-Experten, Trainer und Betreuer, um solche Erfolge zu erzielen. Und wie gesagt, die interdisziplinäre Aufgabe ist hier eigentlich Pflicht. Wir wissen, dass die vulnerable Phase danach erst beginnt, also zwischen 9 und 18 Monaten sind die Kniegelenker am meisten gefährdet, um eine Rezidivverletzung zu erleiden. Und ich habe es vorhin bereits erwähnt, es gibt bis zu 30% Rezidivverletzungen, weswegen hier immer wieder Vorsicht angebracht ist und die Sportler eigentlich so lange unter Kontrolle bleiben sollten. Und wir wissen, dass zwischen dem 6. und 9. Monat jeder Monat Wartezeit mehr das Rezidivrisiko um ca. 50% reduziert. Leider gibt es, was Return to Sport angeht, relativ wenig verlässliche Daten in der Literatur. Wir sind ja immer noch auf die Laienpresse teilweise angewiesen, wo hier im Bereich der Kreuzband-Return-to-Sports-Rate nach 7 bis 8 Monaten im Schnitt ein Return to Competition erfolgte. Schauen wir in unsere Literatur, so darf ich auf diese systematische Review verweisen. Hier zeigt sich, dass die Rückkehr zum Sport raten, dass sie geringer sind als angenommen. Hier liegen sie bei 83%. Das ist im Profisport etwas besser als bei Nicht-Profisportlern. Aber auch hier gibt es sehr, sehr viele Faktoren, die angekreidet werden müssen. Die Literatur gibt uns also hier keine verlässlichen Aussagen beziehungsweise ungenügend wissenschaftlich untermauerte Daten, um wirklich gute Schlussfolgerungen daraus zu erzielen. Das liegt an vielen Faktoren, unter anderem auch den Fehlen von genauen intraoperativen Daten oder auf Mangel der Qualität der Studien. Und auch hier wurde in den meisten Studien zum Beispiel psychologische Aspekte zur Rückkehr zum Sport nicht berücksichtigt. Das sind alles Faktoren, die wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten besser aufarbeiten müssen. Legen wir das Kreuzband beiseite und kommen wir noch zu einigen anderen Verletzungen, wie hier einigen seltenen Meniskusverletzungen. Eine Verletzung, die wir erst, ich würde sagen, seit 10 bis 15 Jahren kennen, sind die Wurzelverletzung am Meniskus. Kommt es zu einer Wurzelläsion. Die Wurzel ist die Region, in der der Meniskus an der Tibia befestigt ist sozusagen. Dann kommt es biomechanisch einer kompletten Meniskektomie gleich. Sie sehen hier auch nochmal diese Wurzelinsertion. Wenn die fehlt, hat der Meniskus keine Funktion mehr. Und das kann natürlich bei verschiedenen Sportlern
zu solchen Verletzungen kommen. Hier sehen Sie ein solches Beispiel. Bei einer Stauchungsverletzung sozusagen kann es zu einer medialen Meniskuswurzelläsion kommen, was natürlich die Karriere in Frage stellt. Wir haben in den letzten Jahren gelernt, wie wir die fixieren. Hier sehen Sie, das war eine Kreuzbandläsion mit einer Doppelwurzelläsion. Das wird häufig transosär dann wieder an der Tibia festgemacht. Allerdings fehlen uns hier verlässliche Langzeitdaten, um dies zu verbessern. Beziehungsweise um eine gute Aussage zu machen, wie die Prognose bei Spitzensportlern gestellt werden kann. Ein anderes Beispiel, was wir häufig bei jungen Sportlern sehen, das sind die großen horizontalen Läsionen. Hier am Innenmeniskus gibt es auch am Außenmeniskus sehr, sehr häufig beim Ballett oder ähnlichen Sportarten anzutreffen, bei denen es zu hohen Scherkräften durch zu große Beuge- und Rotationsbelastungen kommt. Und in diesen Fällen gehen wir hin, reparieren den Meniskus, müssen teilweise eine Teilresektion ebenfalls häufig durchführen. Und auch das sind karrieregefährdende Verletzungen, bei denen wir allerdings auch noch zu wenig Zahlen haben, um eine gute Prognose heraushalten zu können. Multiligamentäre Verletzungen am Kniegelenk ebenfalls nicht selten. Sie werden häufig nicht erkannt. Das ist einer der Gründe, warum ich sie hier erwähnen will. Es ist wichtig, dass man immer den Verletzungsmechanismus erörtert bei diesen Sportlern. Und die Rückkehr in den Spitzensport war früher kaum denkbar. Heute ist sie in Abhängigkeit der Begleitumstände, beziehungsweise wenn die neurovaskulären Strukturen und der Knorpel nicht zu sehr in Mitleidenschaft gezogen wurden, teilweise wieder möglich. Sie sehen hier ein solches Beispiel, die postrolatale Ecke mit einer Teilruptur des hinteren Kreuzbandes bei einem 24-jährigen Profifußballer. Hier ist die Diagnostik schwierig und die Therapie muss neue Wege gehen sozusagen. Wir sehen hier ein bis zwei hintere Schublade strecknah mit einem falsch positiven Lachmann-Zeichen. Das sind sehr seltene Verletzungen. Wie gesagt, eine partielle hintere Kreuzbandläsion. Bei einem bestehenden großen Varusknie, also einem starken O-Bein. Und das sind Verletzungen, die man bis vor einigen Jahren noch nicht versorgen konnte. Hier können wir mittlerweile mit komplexen Bandrekonstruktionen, Sie sehen hier eine postrolaterale Rekonstruktion mit einer Teilrekonstruktion des hinteren Kreuzbandes, die können wir heutzutage versorgen, müssen dort chirurgisch häufig innovativ tätig werden. In diesem Fall ist uns die Versorgung geglückt und die erfolgreiche Rückkehr in den Sport. Und Sie sehen auch hier, wird auf die Biomechanik zurückgegriffen, um zu sehen, ob hier die Varusdeformität über die Jahre dekompensiert. Das war hier nicht der Fall, sodass wir hier von einem guten Ausgang in einem guten Rekontusbau-Ergebnis ausgehen konnten. Hier ein anderes Beispiel, was häufig bei Fußballern übersehen wird, das sind Restinstabilitäten des medialen Kollateralbandes, bei denen wir solche Stressaufnahmen machen müssen. Und in diesen Fällen reicht es also nicht, nur das vordere Kreuzband zu versorgen, sondern man muss ebenfalls eine Innenbandversorgung durchführen. Es ist also nicht so, dass das mediale Kollateralband, wie immer angenommen oder wie häufig angenommen, immer konservativ ausheilt. Das ist ein Trugschluss. Letzter Punkt oder vorletzter Punkt, die Knorpelschäden. Hier sind uns häufig Grenzen gesetzt, wie bei dieser 20-jährigen Hochleistungsfußballerin, da die Diagnostik häufig oder manchmal ungenügend ist, also trotz performanter Diagnostik wie MRT oder Arthro-CT, gelingt es uns manchmal nicht, eine gute Diagnose zu stellen, sodass wir die erst arthroskopisch darstellen können. In diesem Fall konnten wir keine Knorpelversorgung am Tibia-Plateau durchführen. Das ist das Schwierigste sozusagen, was wir vortreffen können. Und in diesem Fall mussten wir eine Reaxation, ein Realignment der Extremität durchführen. Karrierekiller, wie gesagt, Knorpelverletzungen sehr, sehr häufig. Hier nach lateralem Meniskusverlust bei einem Elite-Skifahrer mit entsprechenden Knorpelschäden, dann Knorpelversorgung und Meniskustransplantation, damals noch offen. Das ist mit dem Ziel, eben nicht den Sportler ins
zur Hochleistung zurückzubringen, sondern ihn in ein normales tägliches Leben wiederzugeben. Also das sind Herausforderungen und Langzeitkonsequenzen, die wir eigentlich nicht mögen. Ja, ein anderes Problem, das wir häufig bei Spitzensportlern haben, insbesondere dann, wenn am Außenmeniskus operiert wird, das ist die akute Chondrolyse nach lateraler Meniskusteilresektion, hier bei einer 29-jährigen Volleyballspielerin. Auch dessen muss man sich bewusst sein. Hier muss man nach solchen chirurgischen Maßnahmen die Nachbehandlung sehr, sehr vorsichtig angehen. Sie sehen hier das Bild nach einem Debridement. Hier musste ein relativ aufwendiger Knorpelaufbau wieder durchgeführt werden. Rückkehr in den Leistungssport ist dort nicht möglich. Hier ein anderes Problem bei einer 18-jährigen Alpin-Skifahrerin mit fraglichem Alpentrauma. Sie sehen, wie weich hier der Knorpel nach einem Trauma ist. Auch hier war es uns nicht möglich, mit konventionellen diagnostischen Maßnahmen die Diagnose zu stellen. Anderes Problem sind die verschleißbedingten Knorpelschäden. Sie sehen hier bei einem 29-jährigen Profi-Elite-Radfahrer. Hier plädiere ich für eine prospektive Überwachung der belastungsinduzierten strukturellen Veränderungen, also dass schon in jungen Jahren bei solchen Top-Sportlern eigentlich MRTs von gefährdeten Gelenken durchzuführen sind, um eine bessere Diagnostik späterhin durchführen zu können. Wie verhält es sich nach der Knorpelchirurgie? Nun, hier haben wir keine ausgezeichneten Daten zu berichten. Es gibt kaum Daten aus dem Hochleistungssport. Wir wissen, dass wenn mal isolierte Knorpelchirurgie durchgeführt wird, dass die Dauer zur Rückkehr extrem lang ist und die Rückkehr zum Elitesport relativ unwahrscheinlich ist. Sie sehen hier bei diesem Spieler, früheren Spieler, jetzigen Trainer von Manchester United, hat es geklappt. Er hat nur noch ein oder zwei Jahre nach Knorpeltransplantation spielen können, aber das sind, wie gesagt, Kolibris und können nicht allgemeingültig empfohlen werden, diese operativen Verfahren. Was die Langzeitprognose angeht, so ist die Impact-Sportarten ist bekannt, dass wir eine hohe Gonarthrose-Inzidenz haben nach Profifußball, Volleyball und Basketball. Und wir wissen auch, dass die Arthroserate sehr viel höher als in der Allgemeinbevölkerung ist, beziehungsweise dass die Arthrose früher anfängt und dies umso mehr nach einer Knieverletzung. Ich darf hier kurz auf diese Studie verweisen von Professor Nebelung. Aus früheren, von 19 früheren DDR-Elitesportlern, die nach VKB-Verletzung alle konservativ behandelt worden sind. Sie kamen zwar alle nach 6 bis 14 Wochen zurück zum Sport, hatten allerdings nach 10 Jahren in 80% der Fälle eine Meniskuschirurgie hinter sich. Nach 20 Jahren hatten sie fast alle eine Meniskuschirurgie hinter sich und nach 35 Jahren hatte die Hälfte von ihnen eine Knieprothese. Und wirklich das allerletzte Kapitel, das der Patellasehnentendinopathie, die Sehnenverletzungen sind ebenfalls nicht selten im Spitzensport. Sie sehen hier bei Basketballern und Volleyballern bis zu einem von drei bis teilweise bis zur Hälfte aller Spieler mit solchen Problemen. Sie halten lange an, teilweise über 6 Monate, wie hier auch bei Rafael Nadal. Und sie hatten bis vor einigen Jahren ein potenzielles Karriereende von mehr als 50%. Die Ursache hierfür müssen wir manchmal nicht weit suchen. Es reicht, etwas zu rechnen. Wenn man weiß, dass zum Beispiel beim Volleyball 200 Kilogramm beim Absprung auf das Knie einwirken, 300 Kilogramm bei der Landung und 300 Sprünge pro Training, so kommt es zu 150 Tonnen Belastung pro Sehne pro Training, was dem Gewicht einer Boeing 747 darstellt oder entspricht, wie mein Kollege Dr. Weißkopf aus Rheinfelden das ausgerechnet hat. Sportpause ist keine gute Therapieidee bei der Patellasehnentendinopathie. Man geht vielmehr heute daran, eine Trainingsadaptation zu machen, die schmerzadaptiert sein sollte. Die funktionelle Rehabilitation dauert in der Regel relativ lange. Sie ist heute gut strukturiert und kann auch mit etlichen Zusatzbehandlungen wie PRP-Injektionen, Dreiniedlinge oder Stoßfälle assoziiert werden. Wichtig, kein Cortison, sehen wir immer wieder, dass Cortison an die Sehnen gespritzt wird, obwohl wir wissen, dass die Rupturrate der Sehnen hierdurch drastisch in die Höhe steigt und dass auch die Versorgung danach eigentlich eine Rückkehr zum Spitzensport absolut verbietet.
In manchen Fällen ist die operative Therapie sehr, sehr erfolgreich im Falle von einer langen, mehrmonatigen, erfolglosen, konservativen Behandlung. Und hier ist der Arthroskopie den Vorzug zu geben zu den offenen Revisionen. So, das war's, meine Damen und Herren, das Knie im Spitzensport. Sie haben es gehört, das ist immer noch das Problemfeld Nummer eins, sowohl was die Anzahl, Schweregrad, Verletzungsrezidive und Langzeitfolgen im Sport angeht. Wir haben ungenügende Daten leider aus dem Spitzensport, sowohl was die Epidemiologie von vielen Sportarten angeht, als auch die Behandlungsergebnisse und die Langzeitfolgen. Sie sehen, hier ist die Sportwelt gefordert, bessere Daten zu liefern. Allerdings, das ist die gute Nachricht des Vortrags, wir wissen, dass es sehr, sehr viele und permanente medizinische und chirurgische Fortschritte auf dem Gebiet gibt und dass auch die Prävention extrem gute Ergebnisse erzielen kann, wenn sie denn nun angewendet wird. Die Problemfelder, die ich identifiziert habe, sind die von jugendlichen Leistungs- und Spitzensportlern, auf der einen Seite des Spektrums, auf der anderen Seite die Langzeitfolgen. Und hier müssen wir uns der Fürsorgepflicht insbesondere bei jugendlichen Sportlern bewusst sein. Wir wissen, dass die Diskussion um Safeguarding extrem hohe Wellen schlägt. Und ich denke, dass die Verletzungen teilweise auch zu diesem Safeguarding gehören. Und in diesem Sinne, denke ich, ist in Zukunft ein größeres Engagement der sportpolitischen Entscheidungsträger erforderlich, auch um die Verletzungen, die Sportverletzungen mit auf ihre Agenda zu nehmen. Ich darf Ihnen für die Aufmerksamkeit danken und auch noch einmal für die Einladung. Herzlichen Dank.